Hallo Leute, ich begrüße euch. Ich auch. Schön, euch wieder bei unseren Videos begrüßen zu dürfen. Heute haben wir wieder ein Set von Cumin aus Main City. Und zwar eine Verbrecherjagd. Das Teil trägt die Nummer 1932-4. Ist also aus einer Viererserie, aus der 1932er-Serie. Das ist die berühmte Rückseite. Beinhaltet ja, dreimal Minifiguren. 121 Teile, hatte ich glaube ich schon gesagt. Und kosten tut es den Wahnsinnspreis von 4,99 €. Ja. Ja. Brauchen wir nicht drüber streiten, nichts weiter zu erwähnen. Bei den Preisen. Warte mal, was habe ich jetzt gesehen? Neun Minifigur-Pakete von denen kosten das gleiche wie das Set da? Also eine Minifigur Looney Tunes oder sowas. Oh ja, hör bloß auf, das ist so und schlecht. Die sehen grottig aus. So, die Packung stell die mal werbewirksam irgendwo hin. Ein kleiner Hinweis wieder hier auf Kids for the Bricks. Oder andersrum. Das ist mir doch egal. Hauptsache, die kriegen die Dinger. Genau. Aufkleber. Ja. Einmal Aufkleber. Ist auch nur einer, so wie es ausschaut. Fürs Dach oben. Ja, fürs Dach. Na gut. Na gut. Nein, es sind drei. Ui. Das Dach oben so. Wird zwar mit dem großen beklebt. Ich versuche jetzt das Versprechen zu halten. Ich habe gesagt, er soll abschalten in so Momenten, aber. Dann mache ich das. Er mag auch. Das knistern. So, die Knister-Arie ist vorbei. Und der Zusammenbau. Die Anbauanleitung ist ein Faltblatt. So, dann kommen wir zu drei Teilen. Wir tun jeden beurteilen. Hier sind ein paar Mikrokratzer drauf. Und zwei etwas kräftiger, aber keine großen. Jetzt kommen, gib mir, na komm, na gut, man kann es nicht so bombig sehen, da, jetzt sieht man es, ein paar Kratzer drauf, aber das sind Mikrokratzer, das ist das alles sind, okay, kann man so sehen. Was nicht so dolle ist, das sind hier die das Dach. Aber ich gebe zu bedenken, da kommen große Aufkleber drauf, dann ist das verdeckt, was da ist. Diese Kratzer und sind nicht so prickelnd. Ihr seht es jetzt. So sind beide. Aber wie gesagt, da kommen große Aufkleber drauf. Damit kann man leben. Ja. Und bei dem Preis von 4,99 erst recht. Ist das alles okay. So, dann machen wir jetzt den Aufbau im Schnelldurchgang. Du brauchst das? Ja. Ehrlich? Ja. Aber hallo. So, dann bis gleich. Thank you.
So, kommen wir jetzt zum Fazit. Die Bauanleitung, wie war die? Wunderbar einfach. So, wir setzen ja prinzipiell fast keine Aufkleber drauf. Deswegen sind die in der Tüte, damit sie nicht kaputt gehen. Hier sind 4 Hände noch, die übrig sind. 2 helle und 2 dunkle. Ja, und dann sind wir hier noch ein paar Kleinteile, die übrig sind. Auch ganz schön. Tue ich jetzt gerade mit dazu. So, dann ist hier eine lustige Absperrung. Und dann haben wir hier unsere Figuren. Den oberklugen Räuber mit Irokesenschnitt und einer Maschinenpistole in der Hand. Ja. Man muss den Kindern immer gleich sagen, mit was sie in die Bank brennen müssen. So, dann haben wir hier so einen Obersheriff. Der ist auch leicht überbewaffnet. Ich weiß ja nicht, also. Naja. Aber wunderschöne Figuren. Wunderschön. Ja, es sind die Bubbleheads, aber. Hallo. Sie sind schön. Vor allen Dingen haben sie runde Gesichter und nicht so Quadratschädel. Sie haben Nasen, sie haben Augenhöhlen, das ist ja. Kontur halt. Beidseitig alle bedruckt. Wunderschön. So, dann haben wir hier ein Fahrzeug. Dazu möchte Jena etwas sagen. Genau. Aufbau wunderbar einfach. Sieht auch gut aus. Dach hatten wir, lässt sich einfach abnehmen, weil es nur auf 4 Noppen gehalten wird. Gucken wir mal rein. Sitzplatz. Sieht eher aus wie so ein kleines Golfkart. Vielleicht ist ja ein Räuber auf dem Golfplatz. Kann auch sein, ja. Ja. Oder ist so ein Auto von den Strafzettelschreibern oder sowas. Genau. Gibt's ja auch. So, Räder drin. Meistens auch ganz gut. Das eine Rad hat ein Problem. Und zwar, es dreht nicht vernünftig. Und zwar, es liegt nicht an der Achse. Wir haben das schon mal getauscht. Ist nicht das Problem, sondern die Felge. Da scheint das Loch ein bisschen zu klein zu sein. Es hat also zu viel Klemmkraft. Ja, so zum Rumspielen, es funktioniert. Also ist gar kein Problem. Für die Kinder zu Hause gar kein Thema. Vor allen Dingen 4,99, 3 Figuren, ein Auto. Ja. Hallo, was willst du noch mehr? Und eine tolle Absperrung. Die kann man auch hier reinpacken. Eine Absperrung brauchen wir immer mal. Also ein reines Spielset. Auf jeden Fall. Ja. Jedes Kind freut sich darüber. Dann würde ich doch mal sagen, eine 100%ige Kaufempfehlung von mir. Wie sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall. Gut. Ja, Leute, wenn ihr das Ding mal zusammengebaut habt, schreibt es in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns, wenn ihr es nicht schon habt. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Denn ihr habt ja gemerkt, wir machen manchmal so richtige Kapriolen, nicht nur 1, 2 am Tag, sondern wir hauen dann auch vielleicht mal 3 oder 4 nach Gegebenheiten raus. Ja, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns für heute. Leute, baut auch so schöne Sachen, wie wir haben. Die müssen nicht alle teuer sein, Menschenskinder. Es gibt so schöne Sachen hier, die ein paar Euro kosten und wo ihr im Kinderzimmer unheimlich viel Spaß und Gelächter vollbringen könnt. Ja. Dann tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.